Ich sag mal, wie es ungefähr ablaufen soll. Die Stefanie sitzt schon da, weil sie beschlossen hat, sie möchte ihren Platz nicht mehr wechseln. Sie möchte einen Platz haben und den behalten. Deswegen bleibt sie jetzt da sitzen. Also, es gab ja erst das schon genannte sehr gute Buffet, der 7B, haben die auch super coolerweise noch vegan gemacht, also total cool. Dann machen wir ziehen das jetzt durch von 17 bis 19 Uhr ohne Pause, Vorträge und Gespräche. Das heißt, am Anfang sage ich ein bisschen was und dann kommen die einzelnen Beteiligten hier auf die Bühne. Die Sabine hätte ja eigentlich auch kommen können, aber gut. Und die werden dann ein bisschen was über das Projekt erzählen. Bitte keine Getränke und Speisen im Saal reinnehmen oder umschmeißen. Ich sehe da schon ein paar Sachen stehen, aber wenn es geht, bitte geschlossen halten. Wegen des Teppichs, nicht wegen mir, sondern wegen des Teppichs, damit der sauber bleibt. Und danach vor der Tür, wie schon gesagt, gibt es nicht nur was zu essen, sondern alle bleiben auch hier und sind für Gespräche bereit. Keiner wird weglaufen und so können dann alle miteinander ins Gespräch kommen, die Lust dazu haben. Ich will eine kleine Einführung machen, bevor wir das hier so relativ stark moderiert machen. Also dann kommen immer ein paar auf die Bühne, sagen was, stellen was vor, ich zeige ein paar Bildchen und stellen ein paar Fragen. Aber ich will vorher mal für die, die mit dem Thema nichts zu tun haben oder nur so am Rande was zu tun haben, so ein paar Sachen zeigen, die ich immer für, weiß ich nicht, ganz interessant und verblüffend halte. Also das hier hat Fuchskind gezeichnet, die Dani Schreiter, die für alle in der Autismus-Community ist sie also sozusagen die coolste, weil die hat ganz viele Comics gemacht und immer, wenn mich jemand fragt, mein Kind ist so oder so, könnte das Autist oder Autistin sein oder irgendwas anderes dazu, sage ich immer, kauf doch erstmal die beiden Comics, Schattenspringer oder noch ein paar andere, Lisa und Leo und so, und dann guck doch einfach mal, dann kann das Kind ja selber gucken, ob es Autist oder Autistin ist. Hm? Habe ich auch zu Hause. Die hast du auch zu Hause, sehr gut. Ich hoffe, dass noch ganz viele andere die bald zu Hause haben. Also das würde ich einfach den Kids überlassen. Das ist nämlich schon das Erste. Das ist genauso wie die Stefanie Welt als Beispiel sexuelle Orientierung oder so. Ich meine, die sucht man sich ja auch nicht aus oder so, sondern die hat man halt einfach. Und so ist es mit Autismus auch. Das hat man halt. Und dann merkt man das auch ziemlich schnell. Dazu will ich jetzt mal kommen, woran man das eigentlich und Frau relativ schnell merkt. Also zunächst mal, das ganze Feld ist natürlich teilweise recht irgendwie modisch manchmal auch seltsam. Manchmal werden die Autisten und Autistinnen auch überschätzt, häufig auch unterschätzt. Und deswegen gibt es zum Beispiel noch nicht mal eine einheitliche Fahne für den Weltautismustag. Worum es immer geht, das Ganze ist ein Spektrum. Das heißt, das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen. Also kennst du einen Autisten oder eine Autistin, kennst du einen Autisten oder eine Autistin. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles festlegt, wie die Person sich verhält. Und da Autisten und Autistinnen unglaublich stark auf Einzelheiten achten und auch keine losen Enden mögen, ist das also das perfekte Bild, weil hier gibt es nämlich kein loses Ende. Das ist schon mal das Wichtigste. Das hassen Autisten und Autistinnen, wenn irgendwas nicht zu Ende gedacht oder ausgesprochen ist oder so. Gibt sogar einen Film, wo einfach nur so ein Mann hat in so einem Fotoautomaten, hat er so offene Schnürsenkel. Das ist schon direkt ganz schlecht für den Autisten, der da vorbeigeht. Der möchte dann, dass die Schnürsenkel zusammengebunden sind. Aber gleichzeitig ist es natürlich das Unendlichkeitszeichen. Dann soll es möglichst viele Farben in sich tragen und eben dieses Spektrum darstellen. Das ist halt vom mutistischen Autisten oder Autistin, die absolut nicht reden möchten, können, wollen, wie auch immer, bis hin zu Menschen, die, wie man in der modernen Gesellschaft sozusagen, in der westlichen Gesellschaft, hochfunktional sind, also die gut funktionieren und so. Und alles dazwischen gibt es natürlich dann auch. Das Bild ist auch von Fuchskind, das bin ich mit einer Schabe, weil ich ein Vorwort geschrieben habe für ein Buch von ihr. Und die Besonderheit heute, ich will jetzt nicht sagen, es ist die deutschlandweite Hauptveranstaltung, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Besonderheit, weil wir haben zwei wirklich richtig coole Unis, die auch wirklich sich für das Thema interessieren mit im Boot. Die Frankfurt am Main Goethe-Uni, also nicht Frankfurt an der Oder, dann hier die Humboldt-Uni in Berlin, dann der White Unicorn. Das ist unser kleiner Forschungsverbund und hier ist auch so ein Einhorn, das kann man jetzt hinten nicht sehen, da ist die Dani als Autistin und ich stehe da als Forscher und schreibe mir was auf. Autisten sammeln nämlich sehr gerne Daten und Informationen und sortieren die in Tabellen und so. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist auch mit dabei und das ist schon wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Mischung. Ich habe das selber gar nicht kommen sehen. Wenn man auf einen Vortrag geht über das, was heutzutage mal alle interessiert, schiebt denjenigen nochmal in die Röhre. Das kann man machen. Ich habe hier mal eine Abbildung, die ist jetzt genau 5 Jahre alt. Wenn man also Autisten und Autistinnen in die Röhre schiebt, also in so ein Gerät, wo die Gehirnbereiche, die besonders stark mit Sauerstoff versorgt werden, dargestellt werden, dann sieht man auch, also ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das sind die Daten, die von 3000 Menschen stammen, also ungefähr 1500 Autisten und Autistinnen und 1500 angeblich Normale. Ich bin mir da immer nicht so sicher, was normal sein soll, auf jeden Fall nicht autistisch.
Hier sieht man jetzt, wenn man sich damit auskennt, sieht man Veränderungen. Das ist noch relativ grob gerastert. Aber wer sich damit auskennt, würde jetzt Veränderungen sehen, besonders in dem Bereich, der so das, was die Persönlichkeit ausmacht, würde das sehen. Und das lasse ich jetzt mal weg, weil kein Mensch von uns kennt sich mit den MRT, MRI-Daten jetzt aus und ich will auch nicht zu weit darauf eingehen. Gucken wir uns lieber mal auf das an, was in der Schule interessant ist oder im Alltag interessant ist und was dann eben Merkmale sind, die typisch für Autisten und Autistinnen sind und welche, die sehr ähnlich sind, aber nicht nur bei Autisten und Autistinnen vorkommen oder auch gar nicht. Ich nehme jetzt einfach mal Zeichnungen von der Dani, also vom Fuchskind. Also schau mal, der Frühling ist da, scheint durch die Sonne scheint schon wieder viel länger und intensiver. Ne, dann sagt der Fuchs, oh ja, übrigens Batman-Sandalen habe ich auch. Also das, dieses ganze Nerd-Ding, was es gibt so seit 15 Jahren, das ist auch, das hat auch viel mit Autisten und Autistinnen zu tun, Comics und Nerdkultur und sowas. Dann blinzelt sie so komisch und das kommt daher, weil viele Autisten und Autistinnen keine Sonne mögen, zack, Rollo runter. Ich habe das auch sehr spät gemerkt, das meiste, was ich besitze, sind, glaube ich, Sonnenbrillen und Schlafmasken. Also ich glaube, ich habe 5 Schlafmasken und 4 Sonnenbrillen und der Optiker und die Optikerin, jedes Mal, wenn ich zum Optiker gehe, sagen die, Herr Dr. Benecke, das ist zu dunkel, da sehen Sie nichts mehr. Und dann sage ich jedes Mal, doch, mit der Brille sehe ich überhaupt erst was. Die ist so dunkel, dass ich überhaupt erst was sehe. Also das ist schon mal ein Beispiel, was man so im Alltag, würde man dann sagen, ah, kleiner Vampir oder sowas. Ne? Aber das ist schon mal was sehr Typisches, dass irgendwelche Reize zu stark sind. Gerüche, Licht, Lichtflackern, irgendwas. Bis dahin wäre es ja noch so, da sagt man halt, naja, gut, okay, ne? Aber jetzt wird es schwierig, ne? Wenn zum Beispiel die Kinder sagen, ich mag kein Sprudel im Sprudelwasser, dann sagt man halt, jetzt stell dich nicht so an, ne? Oder wie schlimm kann das schon sein? Oder die zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die mag keine Kirschen im Apple Crumble, weil sie sagt, wenn es ein Apple Crumble ist, warum sind dann Kirschen oder Rosinen da drin? Das verstehe ich nicht. Und weigert sich das zu essen. Und da wird es dann schon schwieriger, ja? Oma und Opa haben jetzt extra ein Gericht, was angeblich das Lieblingsgericht von dem Kind ist, gemacht. Das Kind mag das aber gar nicht, traut sich aber nichts zu sagen, weil sonst Oma und Opa traurig sind oder das Kind gelernt hat, dann kriegt es geschimpft. Hier in dem Fall bei der Dani sind es halt die Bohnen. Ne? Hast du daran gedacht, die Bohnen zu pürieren? Du weißt ja, ich mag die Konsistenz im Mund sonst nicht. Ne? Der Reflex ist dann, mein Gott, wie schlimm kann das sein? Tja, super schlimm kann das sein, wenn das Gehirn anders aufgebaut ist. Es ist ja eben nicht das normale Gehirn. Das heißt, das ist total ernst und ist keine Laune oder eine Marotte, sondern es ist etwas, was man messen könnte, wenn man die Person jetzt in die Röhre schieben würde. Noch ein Beispiel. Wow, ich habe meine Arbeit schon heute geschafft. So früh bin ich sonst nie fertig. Das ist hier sehr lustig, statt einem Apple-Computer ein Cherry-Computer. Also I love Comics, ne? Und so weiter. Ich habe also den ganzen restlichen Abend frei. Ich kann machen, was ich will. Lesen, Videospiele spielen, Kuchen backen, Aquarellfarben ausprobieren, Netflix schauen. Und dann burp, eingepennt. Und das ist auch ganz typisch. Autisten und Autistinnen sind halt super leicht überfordert, halten das Gesicht oder die Maske oder die scheinbare gesellschaftliche Beteiligung aufrecht und gehen dann oft unter irgendeinem Vorwand raus. Klassischerweise, ich muss mal aufs Klo oder ich muss mal kurz frische Luft schnappen oder sowas. Und dann kriegen die halt einen totalen Zusammenbruch. Das muss nicht sehr dramatisch sein, das kann auch sein. Wenn man zum Beispiel in Therapien gesteckt wird, die einen sehr stark überfordern, dann kann das auch zu richtig krassen Zusammenbrüchen führen, bis hin zu Blasenentleerungen und Schreien und so weiter. Es kann aber auch einfach nur sein, dass man einschläft. Und da ist natürlich jetzt schon eine Ähnlichkeit zu was anderem, zum Beispiel zur ADHS. Da kann es natürlich auch sein, wenn die Kinder den ganzen Tag rumflippen, dass sie dann auf einmal auch einpennen. Ne? Also da komme ich gleich noch zu. Da muss man aufpassen, dass man das nicht miteinander verwechselt, wenn man das im Unterricht zum Beispiel vernünftig steuern will. Letztes Beispiel. Sie ruft beim Arzt an und dann sagen die beim Arzt, ja, wir rufen Sie zurück, ist doch eigentlich nett gemeint, aber ich kenne keinen Autisten und keine Autistin auf dieser Erde, die gerne telefoniert, im Gegenteil, das wird sogar eigentlich immer schlimmer. Sie hat jetzt, anstatt dass sie sich freut, dass sie nicht selber nochmal anrufen muss und genervt ist, hat sie jetzt den ganzen restlichen Tag Angst, oh nein, das Telefon wird klingeln. Ne? Also sie freut sich nicht, sondern hat Angst davor. Kenne ich wirklich keine Ausnahme von. Ich muss sagen, manchmal tritt es erst später zutage durch die gesellschaftliche Anpassung, aber das habe ich schon wirklich sehr, sehr oft erlebt. So, das sind also Dinge, da kann man sich schon vorstellen, das könnte ziemlich nerven. Ne? Also das kann man lustig nehmen. Also wenn ich zum Beispiel ein menschenfreundlicher Mensch bin, sage ich, ja, mein Kind ist halt so, ist doch egal, dann braucht es halt auch nicht telefonieren. Dann püriere ich halt die Bohnen jedes Mal und so weiter. Ne? Dann mache ich halt immer das Fenster zu. Nur in der Familie, sagen wir mal mit 3 Kindern und 2 erwachsenen Eltern, mögen vielleicht nicht alle, dass ständig das Fenster zu ist im Frühling oder im Sommer. Ne? Also da merkt man, dass das auf praktische Probleme stößt, in der Schule halt auch. Der Klassiker ist, die Stühle sollen nicht dauernd umgestellt werden, aber das ist jetzt eine Schule, die gerne mal Gruppenarbeit und mal Einzelarbeit macht. Dann werden die Stühle dauernd umgestellt. Ist dann für viele Autisten und Autistinnen nicht mehr möglich, da zu arbeiten. Nicht, weil sie keinen Bock haben, die wollen gerne lernen, sondern weil sie ständig abgelenkt sind, aufgeregt sind. Auch hier, natürlich, klar, ne, kriegt hier wieder jeder den Reflex, so, ach bitte, Marc, jetzt nicht auch noch das, ist doch wohl egal, wie die Stühle stehen. Ja, man kann es aber messen, dass es nicht egal ist. Also es ist, wie gesagt, keine Marotte. Und jetzt kommt noch was,
Das ist eigentlich etwas, was, ich glaube, bis dahin sind alle, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema befasst haben, das haben die schon mal so gehört, so entfernt oder so. Aber eine Sache, die auch schon länger untersucht ist, aber die eigentlich überhaupt nicht durchdringt, ist die, dass die Autisten und Autistinnen, dadurch, dass sie häufig keinen Gesichtsausdruck haben oder einen falschen Gesichtsausdruck gelernt haben, weil sie am liebsten eben keinen haben, weil sie nicht unbedingt einsehen, wofür das jetzt wichtig ist, Die können aber trotzdem die Gefühle der anderen sehr, sehr gut verstehen. Das sieht man zum Beispiel bei Autisten, Autistinnen, die in Rettungsdienstumgebungen und so weiter gehen. Die können das sehr gut einschätzen, aber lassen sich davon nicht unbedingt sofort einnehmen. Insbesondere, wenn andere versuchen, die Gefühle zu verwenden. Also wenn jemand kommt und sagt, irgendwas ist für mich total schlimm, du musst mir jetzt Geld geben, Sex geben oder sonst irgendwas geben, dann würden die Autisten und Autistinnen vielleicht zunächst mal das ruhig prüfen und sagen, das ist jetzt sachlich falsch. Aber Das Problem ist aber, dass es erstens sehr oft ausgenutzt wird, weil natürlich Autisten und Autistinnen zunächst mal alles glauben, weil sie nicht annehmen, dass andere lügen, weil sie selber extrem ungern lügen, weil das ja ist ja eine Anstrengung und Sinn entleert. Und was deswegen auch noch passieren kann, also sie können ihre eigenen Gefühle dann schlecht ausdrücken. Also der Klassiker ist, dass ihnen in der Schule ständig kleine Gegenstände weggenommen werden. Ständig. Wir haben sogar ein Interview, da ist es sogar der autistischen Tochter von der Stefanie schon passiert. Bei Fuchskind im Comic taucht das auch auf, weil sie dann halt nicht sagen, hör mal, dieser Radiergummi, dieser scheinbar unbedeutende, der ist für mich aber wichtig. Ich habe den gerne, den Radiergummi. Ne? Das würden die Autisten und Autistinnen nicht machen. Gibt es hunderte und tausende von Beispielen davon, wie den Autisten ständig was weggenommen wird und sie aber nicht sagen. Das ist nur ein kleines Beispiel, dass im sexuellen Bereich kann das auch zu großen Problemen führen. Also man muss wirklich immer alles ganz deutlich aussprechen, was man im Alltag halt nicht machen würde. Also im Alltag würde man jetzt, nehmen wir mal im Bereich der Freundschaft, des Musikgeschmackes, der gemeinsamen Unternehmungen, sexueller Dinge oder so, würde man jetzt nicht jedes Mal wortwörtlich beschreiben, was man als nächstes machen möchte. Das findet man irgendwie seltsam. Das heißt aber nicht, dass die Autisten und Autistinnen die anderen Leute nicht verstehen. Und das führt dazu, dass sie eine intensive, unkontrollierbare Gefühlsüberschwemmung von den anderen Leuten kriegen können. Also das aber nicht zeigen. Und jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, das ist nicht so gut. Also ich kriege ungefiltert die Gefühle der anderen mit, nehme die auch wahr, kann das aber nicht darstellen und umsetzen und weiß nicht, wie ich das machen soll oder habe kein Interesse daran. Ne? Das ist also ein sehr großes Problem und das führt dann auch dazu, dass man dann häufiger mal diese Shutdowns und dieses Ausweichen hat. Es gibt also auch viele Autisten und Autistinnen, die dann komplett sich in irgendeine Nerd-Sache flüchten und versuchen dann in irgendeiner nerdigen Zauberwelt sich so oft wie möglich aufzuhalten. Das ist auch einer der Bezüge zu dieser ganzen Nerd-Subkultur mit Science-Fiction-Filmen, Comics und so weiter. Eine Besonderheit, die mir erst in letzter Zeit aufgefallen ist, seit irgendwelche Leute, hier in Berlin jetzt vielleicht nicht, aber in anderen Teilen Deutschlands hört man das ab und zu, dass Leute sich aufregen, dass man sein Gender festlegen soll oder sein Geschlecht oder seine sexuelle Orientierung festlegen soll. Und das ist mir schon sehr lange aufgefallen, aber erst bewusst geworden, das machen Autisten und Autistinnen zum Beispiel nicht. Also hier ist ein schönes Beispiel dafür, was bist du jetzt, ein Junge oder ein Mädchen, jetzt entscheide dich doch mal. Ne? Und dann anstatt sich zu ärgern, was ein normaler Mensch vielleicht machen würde, nehmen wir an, ich wäre trans, ne? Dann würde ich mich jetzt ärgern, wenn jemand mit so einer blöden Kommentar ankommt, dann würden Autisten und Autistinnen sagen, okay, alles klar, die Person konnte das gar nicht richtig wahrnehmen oder wofür ist das wichtig und die nehmen das dann gar nicht ernst. Also ganz oft ist es so, dass Autisten von Dingen, die andere mega aufregen, überhaupt nicht aufgeregt werden, weil sie sagen, ja, was ist doch jetzt, was für eine Rolle spielt das? Ob ich ein Mann, eine Frau, trans, schwul, lesbisch, bi, asexuell, das ist auch sehr oft, asexuell oder sonst was bin. Und da würde man ja denken, okay, daraus entstehen dann so eine Art Superhelden. Das wird auch im Kino oft so dargestellt, das ist hier von der Dani ein Buch, also von Fuchskind, die Abenteuer von Autistic Hero Girl, ne? Da versteckt sich die Dani hinter ihrem alter Ego und dem Fuchs. Und das ist halt nicht der Fall. Also es gibt natürlich hochbegabte Autisten und Autistinnen, es gibt aber auch hochbegabte alles andere. Also ich arbeite öfter mit Hoch- und Höchstbegabten und es ist halt so, ne? Man denkt das deswegen so, weil viele Autisten und Autistinnen Neigung zum Zählen, Messen, Tabellen schreiben, Naturwissenschaften, nicht so sozialbezogene Dinge haben. Aber ich würde jetzt aus meiner Erfahrung auch mit vielen Kongressen, auf denen ich bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt zu einer Hoch- oder Höchstbegabung führen muss, sondern ich meine, das müsste man jetzt mal durch Studien absichern, aber im Großen und Ganzen ist das ein Zerrbild. Das hängt auch damit zusammen, dass es verwandte Bereiche gibt, die auch, sagen wir mal, autistische Färbungen haben, wie zum Beispiel Leute, die nur so Inselbegabungen haben. Da muss man aber auch aufpassen, was man da jetzt genau gemessen hat. Hat man jetzt den Intelligenzquotienten gemessen? Welchen Test hat man gemacht? Hat man Persönlichkeitstests gemacht? Hat man sonstige Auffällungen gemessen? Was ist mit psychischen Krankheiten? Was ist mit Depressionen als Begleiterscheinung, weil jemand sich total missverstanden und ständig angemotzt und angestarrt fühlt? Also das ist also ein Zerrbild.
Und führt dazu, wie ich vorhin schon sagte, dass viele Autisten und Autistinnen zum Glück, wenn sie nicht in diese grauenhaften Zwangstherapien gesteckt werden, dass sie dann folgenden Weg machen. Das ist das letzte Bild hier, glaube ich, was ich von der Dani nochmal habe. Also als sie klein ist, also da ist sie jetzt ganz klein, noch mit braunen Haaren, genieß deine Kindheit, du wirst sie noch vermissen, sagen die zum Kind. Ne? In Wirklichkeit muss sich aber das autistische Kind dauernd anhören, du siehst total hässlich aus, weil das autistische Kind halt nicht einsieht, warum es sich jetzt nach irgendeinem Modestandard kleiden soll und nicht so, wie es gemütlich ist. Zum Beispiel mögen sehr, sehr viele Autisten und Autistinnen auch zum Beispiel einzelne Kleiderfalten nicht, geschweige denn von kratziger Wolle. Und auch da wieder kann man sagen, mein Gott, wie schlimm kann das sein? Nochmal, das ist messbar super schlimm, so wie andere Leute halt was anderes stört, total laute Musik meinetwegen nachts oder so. Hau ab, du bist doof, du bist so komisch, ne, wegen der fehlenden Reaktion im Gesicht. Warum heulst du denn schon wieder? Jetzt gibt es doch gar nichts zu heulen, stell dich nicht so an. So. Kann man sich schon vorstellen. So, jetzt ist du ein bisschen älter, also gerade heranwachsend so. Genieß deine Schulzeit, also jetzt nicht die Kindheit, die ist viel zu schnell vorbei. Was musst du sich anhören? Du fetter Freak, du bist ein Streber, du bist ein Nerd. Was, wie gesagt, früher nicht cool war. Heute, ich denke, hier auf dem Humboldt-Gymnasium ist Nerd hoffentlich was Gutes. Aber das war nicht immer so. Ich stamme noch aus einer Zeit, als das also nichts Gutes war. Geh doch sterben, hier sitze ich, geh weg und so weiter. Ne? Obwohl das der Platz war, wo sie halt immer gesessen hat. So, jetzt kommt als drittes, genieß deine Jugend. Das hört man am häufigsten, ne? Celebrate Youth. Genieße deine Jugend, so unbeschwert und schön ist dein Leben jetzt. Ne? Das wird später nie wieder sein. Und das ist jetzt auch was ganz Typisches. Bist du etwa immer noch Jungfrau? Ne? Weil viele Autisten und Autistinnen das nicht als Mittel der sozialen Kommunikation einsetzen oder sowas, dass sie Sexualität dafür benutzen. Werd endlich mal erwachsen, kann man sich vorstellen, ne? Wenn ich die ganze Zeit gerne Münzen sortiere oder sonst irgendwas, wird das als unerwachsen wahrgenommen. Denk doch mal an deine Zukunft, plan doch mal was oder kümmere dich endlich mal um deinen Studienplatz oder geh mal arbeiten und so weiter. Was natürlich schwierig ist, wenn man so stark belastet ist. Und dann das Letzte, hier hat die Dani sich, dann ist sie Comiczeichnerin geworden und dann fragt sie jemand, na, sehnst du dich nach deiner Kindheit, Jugend und so weiter? Haha, bloß nicht. Ne? Also jetzt habe ich endlich mein Ding am Laufen. Und das ist etwas, was man sehr, sehr oft sieht, auch wenn man zurückschaut. In den letzten Jahren haben die großen Agenturen, so die NASA und viele andere, angefangen, mal die Frauen aus ihrer Geschichte rauszuziehen. Und da sieht man, dass das also fast immer super nerdige Personen sind, die eben gerade das nicht zum Thema gemacht haben, Sexualität oder Erwachsenwerden oder alle Streber sein, Nerd sein, das sind die halt einfach gewesen, haben da ihr Plätzchen gefunden und dann war Ruhe. Und dann wurden sie zwar nicht wahrgenommen und dann erst nach ihrem Tod gefeiert, aber immerhin haben sie ihr Plätzchen gefunden. Das wäre ja alles noch machbar, dann könnte man sagen, na gut, dann lasst eure Kinder doch machen, was ihr wollt und glaubt denen einfach, wenn die sagen, sie mögen was nicht. Leider haben wir gerade hier in Berlin das Problem, dass die Kinder entweder gezwungen werden sollen, zur Schule zu gehen oder wie hier, das ist ein Bericht von November 2022 aus der BZ, die Stimme Berlins, mein autistisches Kind darf nicht zur Schule gehen. Also beides kann passieren. Das ist nicht in allen Bundesländern so extrem ausgeprägt, aber hier in Berlin durch den starken Zuzug und dadurch, dass nicht alle Schulen so schöne Konzepte wie im Humboldt-Gymnasium haben, ist es halt tatsächlich so, dass es schon geradezu bizarr ist. Also nochmal, teils gibt es auch Gerichtsverhandlungen zu und so, ne, laufende. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so, habe ich mal gehört oder kenne ich jemanden, wo einerseits entweder die Kinder gezwungen werden sollen, zur Schule zu gehen, die Schule schafft aber kein Umfeld für die Autisten, oder wo die Kinder nicht zur Schule gehen dürfen, weil sie da angeblich die ganze Zeit stören. Ne? Wie gesagt, das Sonnenlicht, die Stühle, sonst irgendwas. Und das ist also der Stand, den wir jetzt gerade haben, während wir hier sind, weswegen wir so froh sind, dass hier im Humboldt-Gymnasium das anders läuft. Und da gibt es dann zwei so Denklinien. Die eine ist, ja, wow, jetzt ist jeder autistisch, ja. Also jeder, der irgendwie empfindlich ist, der ist jetzt ein Autist und früher gab es ja auch keine Autisten. Und das ist absoluter Bullshit. Also hier ist ein sehr, sehr schöner Tweet hier. Das stimmt garantiert nicht, dass es jetzt auf einmal mehr Autisten und Autistinnen gibt als früher, denn erinnere dich mal an deinen 63-jährigen Nachbar, das gilt jetzt nur an ältere Leute wie mich, der für 1,2 Millionen Dollar Modelleisenbahnen bei sich im Keller hatte und 90-seitige Briefe an die Stadtverwaltung geschrieben hat, weil die Straßenlichter zu hell waren. Dünn, dünn, dünn. Jeder, der so alt ist wie ich, kennt diese Leute. Ja, das sind auch Autisten gewesen, ne? Oder Autistinnen gewesen. Nur hat man dann damals halt nicht das Label da drauf geklebt. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt Unterschiede zu anderen Sachen. Worauf ich nicht eingehen will, ist Hochsensitive. Da gibt es viele Übereinschneidungen, die haben halt auch ganz viele Empfindlichkeiten. Das ist vielleicht ein überlappendes, aber manchmal auch eigenes Feld, weil die eben keine Züge sonst von Autismus haben. Ich will auch mal ein Beispiel zeigen. Und zwar von ADHS oder ADHD. Das hier ist so, das ist auch so ein Meme, ne? Hey,
trifft jemand anderen wieder, hey, ich habe ja ganz vergessen, dass es dich gibt, weil ich mit so vielen anderen Kleinigkeiten beschäftigt war. Und dann sagt der andere ADHSler, nee, alles klar, ist cool, ich habe auch vergessen, dass es dich gab, lass uns einfach an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Da sieht man schon, dass es auch eine Superkraft ist. Zwar sind die ADHSler halt mega abgelenkt, dafür fangen die aber nicht an einem Vortrag zu sagen, du hast dich aber 4 Monate nicht gemeldet, jetzt bin ich aber traurig. Ne, das, ich meine, welche Information trägt das? Überhaupt gar keine. Sondern man kann einfach da weitermachen, wo man ist. Und das ist einer der großen Unterschiede. Bei Autismus ist es so, dass da Freundschaften häufig sehr schwierig gepflegt werden können, weil die keinen Smalltalk machen können, während die ADHSler mit Smalltalk zum Beispiel überhaupt kein Problem haben. Autismus ist ein Spektrum, das habe ich vorhin schon gezeigt, an dieser Schleife mit den verschiedenen Färbungen. Und es gibt nicht nur Leute, die einfach super autistisch sind und Leute, die so ein bisschen autistisch sind, sondern es besteht auch aus sehr, sehr vielen, man nennt das Skalen oder Linien. Also es ist jetzt nicht einfach nur die Autismus-Skala, du bist entweder nicht oder doch oder irgendwas dazwischen, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Eigenschaften, zum Beispiel die sozialen Fähigkeiten, die Kommunikationsfähigkeiten, die Wahrnehmungsfähigkeiten, die verschiedenen Empfindlichkeiten, die eben auch verschieden sein können bei verschiedenen Autisten, Autistinnen, die Interessen, die man so hat und was man so im Alltag leisten kann. Also das ist deswegen ist das auch so ein ineinander verwurschteltes Band, weil das alles natürlich zur Beschreibung des Autismus nötig ist. Und wenn man dann zu jemandem geht, der das nicht kennt, kriegt man auch eine falsche Diagnose, besonders oder gar keine Diagnose, besonders wenn das eben überlappt mit, also wie ich schon sagte, Hoch- und Höchstbegabung, Überempfindlichkeiten, ADHS und so weiter. Das muss schon jemand machen, der davon Ahnung hat. Und eine Sache, die in der Schule mit Sicherheit schon aufgefallen ist, ist, Autisten, Autistinnen können andere auch mega krass nerven. Ist uns gerade erst passiert vor ein paar Tagen bei einer Autismusveranstaltung in Chemnitz, weil die, um den Stress abzubauen, in einer Situation, aus der sie jetzt aber nicht rauskommen, weil das jetzt irgendeine Störung ist, die alle anderen für lächerlich halten, klassischerweise früher das flackernde Neonlicht, was sonst keiner gesehen hat, dass das flackert, oder eben hier bei ihnen ist irgendeine Bettfalte in einem Spannbetttuch, dann hast du die eine Falte, die hindert sie jetzt am Schlafen. Ne? Wo ist die Falte? Ich sehe die nicht. Und wenn man dann mit der Lupe guckt, sieht man da eine Falte. Das kann natürlich irgendwann nervig sein für andere. Und da machen die, was sie dann machen, und das ist jetzt typisch für Autisten, Autistinnen, Stimming. Das heißt, die beschäftigen sich mit irgendwas oder konzentrieren sich auf irgendwas, zum Beispiel mit den Fingern schnipsen oder mit dem Bein wackeln. Nervt natürlich super krass, ja, im Musical, im Kino, in der Schule, oh mein Gott, kannst du bitte mal aufhören. Das erhöht aber leider den Stress weiter von der autistischen Person. Jetzt muss sie es entweder unterdrücken, kann nicht mehr im Unterricht was lernen oder muss rausgehen, ist auch nicht erlaubt. Oder hier, auch ganz berühmt, Kugelschreiber klicken, ne? Klick, 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 klick. Also, oder tippen, so, was oft als Zwangshandlung verstanden wird. Das ist übrigens auch eine Verwechslung, die oft gemacht wird, dass das zwanghaft wäre, wenn getippt wird oder sowas. Das ist also auch nicht. Oder der Klassiker, den wir alle lustig finden, die Stefanie, die Ines, wir alle, immer dasselbe Lied hören. Also es kommt, also das kenne ich auch von mir, die Frage an Autisten, Autisten ist nicht, welche Musikrichtung hörst du, sondern welches Lied hörst du gerade? Und gemeint ist damit seit einem Monat. Oder welche Platte hörst du seit einem Monat? Also bei mir gibt es sogar eine Platte, die höre ich seit 25 Jahren. Und da gibt es also jetzt endlos viele Möglichkeiten für dieses sogenannte Stimming. Also zum Beispiel mit Händen wackeln, das ist extrem häufig. Das lernt man natürlich dann ganz schnell, dass man das nicht machen soll, weil die anderen einen für freakig halten. Das ist also was sehr, 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 sehr Häufiges. Es kann aber auch was ganz anderes sein, zum Beispiel sich kopfüber irgendwo hinzuhängen oder schaukeln oder dieses Hin- und Herbewegen, was man früher Hospitalismus oder sowas nannte. Das kann alles sein und es kann halt beruhigend sein, hängt von jeder einzelnen Person ab. Und dann gibt es halt eben auch noch ganz andere, sozusagen, was man eher als Ablenkung ansehen könnte, zum Beispiel Geruchskerzen, hasst die Ines zum Beispiel wie die Pest, ne? Braucht man ihr gar nicht mitkommen, weil dann riecht es komisch oder wie sie sagt, das stinkt, sie mag keine Blumengerüchte und so weiter. Es kann aber dann auch eben knusprige Nahrung sein, aber dann muss es auch genau richtig knusprig sein, es muss genau nur die eine Chipssorte, ne? Also wenn man dann denkt, so hier, ich habe dir Chips mitgebracht, die magst du ja, dann so, nee, da ist aber irgendwas dran, das ist zu fettig oder knuspert nicht richtig. Und es kann halt auch eben was sein, was sozial überhaupt nicht mehr funktioniert, zum Beispiel wenn jetzt Erwachsene oder Jugendliche die ganze Zeit Kaugummi kauen, die ganze Zeit am Daumen saugen, die ganze Zeit sich irgendwelche Geruchsstoffe unter die Nase halten in der Schule und so weiter, dann kann das natürlich merkwürdig wirken. Obwohl es in Wirklichkeit, solange es die anderen wirklich nicht stört, ne, also solange es jetzt nicht dieses ständige Klicken oder sowas ist, ist es vielleicht nicht ganz so wild. Damit haben wir es eigentlich schon fast. Ich wollte nur noch mal ein Beispiel sagen, was von Weihnachten, das war dieses Jahr Weihnachten rundgegangen. Es ist autistische Christmas und das finde ich super, super wichtig. Autisten sind nicht immer super schnell und super schlau und super hochbegabt, das habe ich schon gesagt.
Wenn ein Kind eine absolute Überforderung hat, buntes, raschelndes Geschenkpapier, tolle Bänder, der Weihnachtsbaum glitzert, es sind ganz viele Kugeln dran, es riecht vielleicht auch noch angenehm oder unangenehm, da muss man den Kids echt Zeit lassen. Also das kenne ich auch von mir selber, also da lacht mich sogar meine Frau für aus. Also wenn ich das besonders interessant oder schön finde, dann kann ich mir das eine Stunde lang erstmal angucken. Ne? Und wenn ich jetzt aber als Oma und Opa da bin und habe den schönsten Schlafanzug aller Zeiten gekauft für Weihnachten, für mein Enkelkind, ne, dann will ich natürlich, dass das jetzt aufreißt und sich freut. Und da sieht man schon, das ist alles dran falsch. Ne? Also vielleicht freut sich der Autist oder die Autistin nicht so, dass man das sehen kann. Also die Erwartung wird dann unterlaufen möglicherweise. Und zweitens möchte ich vielleicht das supergeile Papier erstmal total lange angucken und gucken, wie sich das anfühlt. Ne? Und wo ist das Problem? Es ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Es sind alles nur Erwartungen, die anderen haben. Das heißt, die Umgebung erzeugt den Druck. Nochmal vom Fuchskind, das ist das vorletzte Bild. Also die Gesellschaft denkt halt gerne, oder häufiger mal, man wäre so wie so ein Super-Nerd, also das ist der Gründer von Microsoft, der Gründer von Facebook, die wirken auch alle immer sehr, sehr autistisch, wenn man mit denen zu tun hat oder Videos sieht, oder Albert Einstein sogar, wo ich auch durchaus mir vorstellen könnte, dass der im Spektrum war. Dann, wie unsere Neurotypischen, das sind also die angeblich normalen Freunde uns sehen, das ist diese Serie, die manche vielleicht noch kennen, wo der Hauptdarsteller auch deutlich Autist ist und viele von den anderen auch sehr, sehr nerdig sind. Da wurde das aber schon cool, also das sind coole Nerds. Der darf sogar sehr scheinbar arrogant und ich-bezogen sein, was man den Autisten und Autistinnen auch oft nachsagt. Ist aber auch kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit mich drum kümmern muss, was mich stört und dem ausweichen will, wäre ich auch scheinbar auf mich bezogen die ganze Zeit. Dann, wie unsere Eltern uns sehen. Unsere Eltern denken halt immer, wir sind die Kinder, die nicht mit den anderen spielen wollen. Das stimmt aber gar nicht. Das Kind liest nur gerne. Also es will nicht mit den anderen spielen, sondern es will halt gerne lesen. Oder was sortieren? Sag ruhig, du kannst ruhig fragen. Ja, wirklich? Dann, wie uns die Medien sehen, das ist aus einer sehr alten Science-Fiction-Serie. Das ist Commander Spock, der sagt dann, soziale Interaktion nicht sehr faszinierend. Das heißt, das ist also diese angebliche Gefühlsverlust. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. Autisten können von den Gefühlen anderer komplett überschwemmt werden. Ne? Es ist nur, sie können das nicht so zum Ausdruck bringen, dass sie mitschwingen, nennt man das. Die schwingen dann scheinbar nicht mit. Innerlich schon, aber äußerlich nicht. Das ist auch bei sexuellen Handlungen, kann das auch ein Problem sein. Das kann bei Freundschaften, beim Sport und so weiter. Das kann überall ein Problem sein. Im Kino gucken, wie hat dir der Film gefallen? Gut. Und dann so, wow, den nehmen wir nicht mehr mit ins Kino. Ne? Obwohl die Person alles genauso oder sogar noch viel reicher erlebt hat als die angeblich neurotypischen Normalen. Ne? Dann, wie wir uns sehen, als Aliens sozusagen oder als Menschen, die von einem anderen Planeten kommen. Ne? Deswegen ist ja Doctor Who und so weiter ist dann immer interessant oder überhaupt alles Mögliche mit Science Fiction. Das hört man ganz, ganz, ganz oft von Autisten und Autistinnen und von den Kids, dass sie denken, sie sind irgendwie auf dem falschen Planeten. Bei der Dani gibt es auch ein Buch da, das hat auch mit Aliens was zu tun. Und wie wir wirklich sind, ist dann halt ganz normal ein Koch, eine Mutter, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, irgendwie sowas. Also die gibt es halt überall. Und es ist halt eine Frage, wie stark im Spektrum man ist und ob man jetzt zum Beispiel überhaupt nicht reden möchte oder reden kann, weil der Stress zu stark ist oder nicht. Und damit will ich es auch bewenden lassen. Hier kommen wir zu einer Sache, die eigentlich im Bereich von sexuellen Orientierungen schon durch ist. Es hat sich ja sehr schnell herausgestellt, dass homosexuelle Menschen, transsexuelle Menschen jetzt gerade im Moment, jetzt Asexuelle auch, der Druck kommt überhaupt nicht von denen. Also die sind gar nicht so schräg oder merkwürdig, wie das manchmal in dem Moment wahrgenommen wird. Trans-Menschen müssen ja häufig auch noch zum Psychiater oder zur Psychiaterin gehen, um sich da irgendwie untersuchen zu lassen. Warum? Ne? Sondern es ist die Umwelt, die so viel Druck macht. Und hier ist das schön dargestellt, der neurotypische Mensch, der sagt jetzt, also der angeblich Normale sagt, so, pass auf, also du, autistischer Mensch, du verstehst mich nicht, weil du andere Menschen nicht richtig verstehst. Fragezeichen, weil der autistische Mensch hat ja alles verstanden, hat es halt nur nicht wiedergespiegelt, ist nicht mitgeschwungen so in der Weise. Ne? Also das steht einfach nur da und so, warum sagt er das? Das ist ja eine unwahre Aussage, das stimmt ja gar nicht. Ne? So, und dann, aber wenn ich dich nicht verstehe, also wenn ich, der normale Mensch, dich, Autist, nicht verstehe, dann liegt es auch daran, dass du dich, das liegt auch an dir, weil du dich nicht richtig ausdrücken kannst. Also es liegt immer an dir. Also, ne? Und wie gesagt, das ist im ersten Moment, wenn man da sich keine Gedanken darüber gemacht hat, sagt man, ja, stimmt ja auch, die Autisten sind ja die Komischen. Aber in Wirklichkeit ist es halt, alle Menschen haben halt irgendwelche Besonderheiten. Und wie man hier in der Schule eben auch sehen kann, funktioniert das auch in sehr großem Umfang, die Autisten, Autistinnen und auch alle anderen einzugliedern, ohne dass man da ein Riesendrama machen muss. Man muss halt nur zuhören, was die Bedürfnisse sind, so wie bei allen Menschen. Ne? Es gibt natürlich auch welche, die dann überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegen, aber das gibt
gibt es auch überall. Es hat mit Autismus nichts zu tun. Und damit, mit dieser kleinen Einführung, will ich es bewenden lassen. Das ist nochmal das Bild in groß. Also wie gesagt, das bin ich. Ach so, Naturgeräusche lieben Autisten und Autistinnen sehr. Also Regen, Vogelstimmen, Blätter rascheln. Da lacht mich die Ines auch immer aus und denkt dann, ich hätte irgendwelche Drogen genommen. Dabei habe ich überhaupt keine genommen, wenn ich immer da stehe und Blätter rascheln so faszinierend finde und Regen. Ich habe auch ganz viele Filme mit Regen in Zeitlupe und so. Gucken jetzt nicht so viele Leute, aber... Und da ist das White Unicorn, was das Logo von unserem Verband ist, also von unserem kleinen Forschungsverbund. Wie gesagt, das ist ein Forschungsverbund und jetzt würde ich sagen, machen wir das einfach mal so, dass wir verschiedene Sachen vorstellen, die wir so im Laufe der Zeit uns erkannt und überlegt haben. Ich versuche das mal gerade groß zu machen. Und wir können am Ende gerne eine Frage, oder wir können auch jetzt von mir aus schnell eine Fragerunde machen, falls jemand direkt eine Frage hat. Moment. Möchte jemand schnell nur so eine Verständnisfrage jetzt zu dem, was ich gesagt habe, vielleicht stellen?